Hi, ihr Lieben. Ich habe heute ein besonderes Thema, und zwar Ängste. Oh, ist das herrlich hier. Ängste. Ob ich Ängste habe oder vor irgendwas Angst habe. Damals als Kind, muss mal gucken, ob ich mich hier irgendwo hinsetze. Damals als Kind, hatte ich eigentlich nur Angst, dass meine Mama und meine Schwester und meine Freunde versterben könnten. Aber sonst hatte ich eigentlich keine Ängste. Und als Jugendliche war mir sowieso alles egal. Da habe ich auch keine Ängste entwickelt oder verdrückt, also runtergedrückt. Weil jetzt, wo ich ins Alter komme, ich bin ein Uhu, ich bin unter 100, stelle ich fest, dass ich so verkopft bin, und da im Kopf entstehen ja auch diese Gedankengänge, da merke ich, ich habe Ängste ohne Ende. Ich mag das gar nicht so zugeben. Weil eigentlich bin ich ein ziemlich lockerer, freier Mensch, ziemlich viel Flausen im Kopf. Aber doch, ich habe viele Ängste, die auch unberechtigt sind, die einfach auftauchen, wo ich dann denke, oh nee, wo kommt das denn jetzt wieder her? Manchmal schlafe ich dann auch schlecht, weil ich Angst habe vor Dingen, die, ich glaube, im Alter irgendwie rauskommen. Also ich sage jetzt einfach mal, wovor ich Ängste habe. Ganz doll ist das seit 2017, als meine Schwester in meinen Armen starb. 9 Monate war sie todkrank. Wir haben eine Hammerzeit hinter uns. Und es war dann Ende 2016, wo wir beide wussten, irgendwas stimmt nicht. Und dann war es das. Und da habe ich die Angst entwickelt vor dem Tod, dass ich sterben könnte. Und ich bin ja damals ausgewandert, da war das überhaupt kein Thema. Wie gesagt, aber es war vielleicht auch weggedrückt. Auf jeden Fall war das so offiziell kein Thema, und das kommt jetzt erst so richtig durch. Ängste vor dem Tod, dass ich sterben könnte, und meine Tiere sind dann alleine, keiner weiß, was würde ich machen mit den Tieren, und dass meine Mama verstirbt. Dann, dass mein Sohn, meine Freunde, also alles irgendwie mit Tod. Krankheit natürlich. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das normal ist oder ob ich ein Hypochonder auf einmal werde. Manchmal stehe ich morgens auf und entwickle Ängste so, ja, krankheitsmäßig. Oder ich kann das gar nicht beschreiben. Also es ist immer irgendwas Neues. Dann habe ich mal wieder was gelesen, gehört. Und nimm das sofort auf. Oh, das ist nervig. Das ist richtig anstrengend und nervig. Ich weiß noch, dass ich als Kind, da war ich glaube ich 8, da habe ich einmal eine Angst entwickelt, da wusste ich überhaupt nicht, wo das herkam. Da habe ich eine Angst entwickelt, ich hätte eine Blutvergiftung und müsste sterben. Und furchtbar, diese Blutvergiftung. Und das ging dann, weiß ich nicht, über Wochen. Und dann war das weg. Und das habe ich seit letztem Jahr ganz doll, dass ich immer meine Arme kontrolliere, ob ich eine Blutvergiftung habe. Also es ist sowas von schlimm. Und das hat immer alles mit Tod zu tun. Weil wenn du krank bist oder verletzt, geht's ja noch.
Also ich sag mal so normale kleine Verletzungen. Ich habe hier Rippenbrüche gehabt, die Zehen gebrochen. Das ist alles überhaupt nicht schlimm. Damit krauchst du dann rum. Dann hatte ich jetzt Corona. Ja, da gehst du auch durch. Aber zum Beispiel auf der Straße, da entwickle ich dann so, oh, ich muss stehen bleiben, ich muss die alle total beobachten, wie die fahren. Dann nachher nicht, dass sie mich umrasen und ich lande im Krankenhaus und meine Tiere und oh, und dann geht Kopfkino. Kennt ihr das? Es ist anstrengend, also richtig anstrengend. Und wenn ich denn hier in der Natur bin, dann ist das weg. Das ist weg. Das ist komplett weg. Wenn ich bei meinen Tieren bin und mitten hier in der Natur, ist das weg. Dann habe ich gar nichts mehr. Kaum gehe ich in die Zivilisation, wo ich auch andere umgeben bin mit anderen Menschen, kriege ich einen Kopfknall. Ja. Habe ich als Kind nicht gehabt. Und wie gesagt, wo ich hier ausgewandert bin, auch nicht. Da habe ich aber auch nicht drüber nachgedacht, dass vielleicht, klar, nach einer gewissen Weile, Zeit, wo man hier lebt, je weiter das geht, auch meine Mama stirbt. Jetzt ist im März 2022 ganz plötzlich mein Stiefvater verstorben. Ich kriege Ängste. Und meine arme Mutter, hoffentlich stirbt sie jetzt nicht. Dann habe ich Ängste, nach Deutschland also zu fliegen, weil dann sind die Tiere wieder hier und mein Partner macht das ganz toll, bin ich mir ganz sicher. Der hat es noch nicht gemacht, aber der macht es dann. Und da bin ich mir auch ganz sicher, es läuft zwar anders, aber es läuft. Dann entwickle ich Ängste, hoffentlich passiert dem nichts, dass meine Tiere versorgt werden. Also es ist mega schrecklich. Ja, ich kenne auch kein Erfolgsrezept, wo ich das abstellen kann. Das hat eine psychische Geschichte, definitiv. Das basiert auf meiner Psyche. Also entweder drehe ich gerade völlig durch, aber dann brauche ich nur in die Natur gehen. Und zum Glück bin ich da. Ja, das kennen bestimmt ganz viele. Ich bin mir sicher, ich bin kein Einzelfall. Das kennen ganz viele. Viele Menschen haben Ängste. Oder wo es dann auch doll durchkommt, wo man wirklich denkt, oh, jetzt kann das sein, dass ich das habe. Jetzt kann das sein, dass ich das habe. Oh, wenn ich das habe, was mache ich denn dann? Dafür fehlen mir echt die Worte. Das ist anstrengend. Und wenn ich eine gute Phase habe, und die habe ich zum Glück oft, dann habe ich gar nichts. Dann bin ich wieder total spirituell auf der Höhe. Mir geht's gut. Alles läuft bestens. Ich bin gesund. Ich habe Spaß im Leben. Alles läuft. Mama geht's gut. Und alles passiert zum richtigen Zeitpunkt. Und dann bin ich davon auch richtig überzeugt. Und dann habe ich gar nichts. Und es muss nur eine ganze Kleinigkeit sein. Eine Bekannte zum Beispiel von mir ist vor, ich weiß nicht, 6 Wochen hier, ist total über den Haufen gefahren worden. Die hat auch Tiere zu versorgen. Und ab da hatte ich schon wieder Kopfkino. Ganz vorsichtig auf der Straße, nur das Nötigste, mal eben, wenn wir einkaufen gehen, dann müssen wir einen Nebenweg nehmen und. Das Rad dreht sich. Ja, kennt ihr das? Was macht ihr dagegen? Oder habt ihr ein Erfolgsrezept? Ich meditiere. Das ist so mein Ding. Ich meditiere, bin absolut hier in der Ruhe. Aber wenn das außen um zu passiert, dann kriege ich Kopfkino. Als wenn das so mich rausbringt aus meiner Mitte.
Ich könnte mal wieder eine psychologische Betreuung gebrauchen, glaube ich. Ja, und ich glaube, je älter man wird, man hat mir damals immer gesagt, je älter du wirst, desto gelassener wirst du. Ah ja. Das empfinde ich jetzt nicht so. Was habe ich da? Ist da irgendwas? Okay, ihr Süßen. Dann. Oh, guck mal, wie wunderschön das hier ist. Das ist so traumhaft schön. Das ist so perfekt geil. So, jetzt labere ich euch nicht weiter zu. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch habt und was ihr macht und ob das normal ist. Weil wenn ich so hypochondrische Züge kriege, das ist nicht normal. Das ist absolut nicht normal. Und das will ich auch nicht haben. Oh, ist das herrlich hier. Okay, dann bis bald. Tschüss.